Willkommen bei Steinzeit, liebe Zuschauer. Es freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Und heute möchte ich ein Zitat anfangen von, es ist vielleicht kein großer Demokrat, Mao Zedong, aber er hat trotzdem was Wichtiges gesagt. Und zwar sagt er, eine Revolution zu machen, wenn die Verhältnisse nicht reif dafür sind, das ist Abenteuertum. Aber keine Revolution zu machen, wenn die Verhältnisse reif dazu sind, ist unverzeihlich. Und was es mit diesem Zitat auf sich hat und was es vor allem mit dem Titel unserer Sendung auf sich hat, darüber spreche ich mit meinem Gast aus der Schweiz. Ich sage herzlich willkommen, Hans-Jürgen Klausner. Hallo, Herr Klausner. Hallo, Herr Stein. Danke für die Einladung. Jetzt hat es endlich geklappt. Wir haben lange gesprochen schon im Vorfeld. Wir hatten viel Kontakt, wir haben uns viel ausgetauscht und wir haben uns auf diesen Titel geeinigt. Wie man denn vom Kristallwasser zu einem Systemwechsel kommt, das müssen Sie uns jetzt erklären. Ja, also genau. Sie sind aus der Schweiz zu uns gekommen heute. Wo wohnen Sie da genau? In Biel, in der Zukunftsstadt. In der Zukunftsstadt, ja. Sie sind da auch aufgewachsen? Nein, ich bin in Zürich aufgewachsen. Im Zollikerberg, genau. Okay. Ja, bin also in Zürich in die Schule. Ich rede ein bisschen durcheinander zwischen Schweizer Dialekt von Zürich und ein bisschen Berndeutsch. Und sonst noch ein paar Sprachen. Für uns ist das gleich. Also für uns hört sich, Mühe. Sie können das wahrscheinlich unterscheiden als Schweizer, aber für uns klingt es Schweizerdeutsch. Richtig. Ja, so. Ja, wir sprechen heute über zwei Sachen. Zum einen ist es das, was Sie uns mitgebracht haben, nämlich Ihr eigenes Produkt, dieses Kristallwasser, das eine sehr wichtige Funktion hat. Und natürlich aber auch sprechen wir über ein neues Wirtschaftssystem, über ein neues Gesellschaftssystem, das Sie auch in mühevoller Kleinarbeit in den letzten Jahrzehnten dezidiert ausgearbeitet haben. Also ich habe wirklich mich in die Arbeit hineingelesen und also da steckt viel Gedankenfutter drin. Ja, das ist mir schon bewusst geworden. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen in einer Sendung. Vielleicht brauchen wir sogar mehrere dazu. Ja. Wollen wir anfangen mit dem Kristallwasser. Jetzt gibt es ja verschiedene Wässer auf dem Markt. Es gibt Wasserreinigungsanlagen, Osmoseanlagen, es gibt Wasseraufbereitungsanlagen, Aktivierungsanlagen. Also der Markt ist da wirklich gesättigt schon fast. Was ist jetzt das Besondere an der Qualität von dem Wasser, was Sie uns hier gezeigt haben? Ja, der Titel Kristallwasser möchte ich gleich ergänzen mit dem Titel Lichtwasser. Ja. Weil der Kristall, das haben schon die alten Eingeborenen immer gesagt, das Kristall ist gefrorenes Licht. Und sogenanntes ionisiertes Lichtwasser ist eigentlich der höchste Regenerator und Aktivator für die Zellen. Mhm. Licht ist auch die Zellkommunikation. Nebst der Elektronik. Der Mensch ist ja nicht nur ein biologisches Wesen, sondern mehr elektronisch und funktioniert eben auch mit Licht. Ohne Licht würde ja keine Vegetation funktionieren. Und die Kommunikation ist sehr zentral. Und durch das komprimierte Sonnenlicht im Kristall, ich habe ja hier einen großen mal mitgebracht, einen Doppelender, einen schönen, den wir dann zerkleinern. In den sogenannten Mineralienbüchern steht, wenn du ein zellgängiges Elixier für deinen Körper machen willst, dann zerkleinere das den Edelkristall so klein wie möglich. Also unter 70 μ hat man mir gesagt. Wir sind also hier. Dann heißt Mikrometer. Mikrometer. Ich habe es hier ein bisschen mitgebracht. Das ist die Kunst, das können wir in der Schweiz machen. Die Kristalle so zerkleinern, dass wir sie unter 70 μ gemahlen bekommen. Mhm. Also sprich, dieser Kristall, das ist das Ausgangsprodukt? Das ist brasilianischer Bergkristall. Und dann kommt daraus dann dieser kleine Puder. Und ich habe es schon auf mir drauf, also wirklich feinster Puder ist dann das Ergebnis. Und mit diesem Puder wird das Wasser mehr oder weniger vermengt, oder? So ist es. So, und jetzt ist die Frage, welches Wasser? Wie Sie gesagt haben, es könnte Osmosewasser sein. Es gibt Firmen, die machen aus Osmosewasser mit Kristallpulver. Das ist dann aber trotzdem immer noch ein totes Wasser. Ich habe die Information bekommen, dass ich eine Quelle in Kärnten schon länger kenne. Mhm. In einem Immobilienprojekt habe ich mir die Quelle nie angeschaut, bis mir eine Dame, die das sensitiv erfahren hat, gesagt hat, du hast ja übrigens die richtige Quelle für diese verfeinerte Kristalllichtessenz. Sie nehmen kein Leitungswasser? Nein. Ja, ja. Es ist eine Quelle und auch in den Mineralienbüchern steht, unter 100 Milligramm Mineralien ist das Wasser wieder aufnahmefähig für höhere Schwingungen. Ja. Und wir haben nur 70 Milligramm Mineralien drin. Die entscheidenden Mineralien sind drin geblieben, so Kalium, Magnesium, Calcium und so weiter.
und keine, die der Körper nicht gebrauchen kann. 70 Milligramm ist so wenig, dass eben das Kristallpulver seine Lichtinformation auf das Wasser übertragen kann. Mhm. Also das Quellwasser selbst schon mit allen 7 Lichtfrequenzen bestückt. Es kommt aus etwa 40 Meter Tiefe, artesisch nach oben, also von alleine. Ja. Und dann rinnt es immer mit 6 Grad, Sommer, Winter, es gefriert nicht, es wird nie weniger. Wir haben dort schon Trockenzeiten gehabt, da sind rundherum die Bäche ausgetrocknet, unsere Quelle, die ist immer noch schön gesprudelt. Mhm. Und da hat mir auch einer gesagt, dass die Quelle kommt aus einem riesigen See, unterirdisch, aus den Nockbergen. Und es ist etwa 8 Jahre im Berg zirkuliert. Bis es dann mal an die Oberfläche kommt. Bis es artesisch an die Oberfläche kommt. Das heißt, wie auch Schauberger gesagt hat, aus Regenwasser wird erst Quellwasser, wenn es mindestens 30 Tage in der Erde zirkuliert ist. Mhm. Und eben dort nicht nur Kalk aufnimmt, dann haben wir kalkhaltiges oder mineralhaltiges Wasser, sondern wir haben einen Granitberg bei den Nockbergen. Dann hat man mir erzählt, früher sei das ein großes Silbervorkommen gewesen dort, also hat es im Berg noch Silber. Und darum kommt dieses artesische Wasser absolut viren- und bakterienfrei aus. Und jetzt kommt noch eine entscheidende Meereshöhe auf 1080 Meter über Meer. Also über 900 Meter haben wir ja auch Viren- und Bakterienfreiheit, schon in der Luft. Also es ist absolut, ich sage jetzt mal, wie chemisch rein. Mhm. Was ist denn der physiologische Effekt, wenn man das trinkt? Also es klingt sehr gesund erstmal, ja. Dass es also den Körper nährt auch irgendwie als wirklich vitales Wasser. Aber was sind denn die Effekte von einem Kristallwasser, wenn ich das jetzt trinke? Was wird da mit meinem Körper passieren? Oder? Gut, dass es erstens wenig Mineralien drin hat, reinigt es, also es kann Ballaststoffe aufnehmen. Wasser ist ja ein Lösungsmittel, ja, das Beste eigentlich. Also es löst die Gifte auf, die aber zuerst aus den Zellen ausgelöst werden müssen, also aus den Fettzellen, muss man sagen. Der Körper ist so intelligent, dass er all diese Giftstoffe, wir nehmen pro Tag, geschätzt wird, 1 Gramm Gifte auf, aus Konservierungsstoffen, aus Kosmetikstoffen. Schon bei der Dusche fangen wir an, uns zu vergiften. Nicht nur aus dem Leitungswasser, sondern auch aus der Kosmetik. Und 1 Gramm wird dann von Fettzellen im Körper neutralisiert. Sonst würden wir das gar nicht überleben, diese Giftdosis. Ja. Und auch Pilze und Bakterien, ihre Abfallstoffe sind sehr toxinisch und giftig eben. Und erstmal umschließt das Kristallwasser die Gifte und transportiert sie nachher unschädlich über die Organe aus, also auch über die Haut und so. Und wenn man eben 1 Liter pro Tag von diesem entgiftenden Wasser trinkt, passiert Folgendes mit ihnen. Also sie merken plötzlich, dass sie sensibler werden. Und auch in den Händen, sie nehmen plötzlich Sachen in sich wahr, da haben sie vorher keinen Zugang. Also ihre Sensibilität auf sich selber, es fängt schon im Kopf an, weil die meisten Fettzellen, die eben Gifte lagern, ist unser Gehirn. Ja, warum geht der Alkohol zuerst ins Gehirn? Weil dort am meisten Fett ihn so schnell wie möglich neutralisiert. Mhm. Aber trotzdem kriegen wir einen Schleier, ein Delirium. Ich sage heute, die meiste Menschheit läuft wie Drogierte rum, merken es gar nicht, weil alle so sind. Ja? Mhm. Und durch das Kristallwasser werden sie plötzlich klar im Kopf. Also ich hatte ja mal eine größere Organisation eben über meine Wirtschaftstheorie 1996 aufgebaut. Ich kann mich heute wieder an alle meine 900 Mitglieder von damals erinnern. Per Namen, wenn ich einem begegne, kann ich sagen, Sally Beat Zimmermann. Mhm. Ja, der wundert sich, dass ich seinen Namen nach 20 Jahren noch kenne. Da sage ich, ich trinke halt Kristallwasser. Also das sind die Effekte, die Sie bei sich selber beobachten. Ganz genau. Ich spiele auch besser Klavier, sensitiver, feiner. Mhm. Die Erinnerung ist einfach mal das Generelle. Und wenn wir ja nachher über das andere Thema reden, habe ich auch ab und zu den Scherz jetzt gesagt, wir als Partei, die wir ja auch sind, wir haben keine Druckerei im Hinterzimmer, sondern eine Gehirnwaschanlage. Ja, Kristallwasser. Wir produzieren in unserer Partei sozusagen, also in unserer Bewegung, nicht Partei, produzieren wir Kristallwasser. Und Gehirnwaschanlage nicht im negativen Sinn, sondern eher im Von der Vergiftung, vom Delirium, von der sogenannten Drogiertheit wieder in die Klarheit. Ich verstehe, okay. Ja. Also ein positiver Begriff. Absolut. Gehirn gewaschen ist man ja eigentlich dann, wenn man in die Irre geleitet Natürlich. Wird. Natürlich. Aber waschen ist eigentlich ein Reinigungsprozess. Mhm. Okay. Also das Kristallwasser ist der beste Reinigungsprozess für den Körper. Es eliminiert die gesamte Basis. Man sagt ja nicht, der Bakterie oder der Virus ist schädlich, sondern das Milieu ist entscheidend.
Das Milieu sind unsere Gifte, unsere Toxine. Und dieses Wasser entfernt das Milieu, dass sie gar keinen Nährboden mehr für Viren und Bakterien im Körper haben. Mhm. Ich habe seit 4 Jahren, seit ich das trinke, keine Erkältung mehr. Okay. Ich nehme nie ein Medikament, ich habe auch früher nie gebraucht. Ich hatte Gott sei Dank von Kindheit her eine gute Konstitution und war nie krank. Und dieses Wasser hält mich hier Viren und Bakterien frei. Mhm. Und liefert mir auch keinen Nährboden. Ich habe auch keine großen Probleme mit Gewichtszunahme, weil die meisten Menschen kriegen ja die Gewichtszunahme, weil der Körper die Gifte in Fettzellen irgendwo hinschieben muss. Eben fängt beim Bauch an, in den Beinen und so weiter. Die Frauen haben ihre Probleme. Diese Giftpolster, die den Körper dann unansehnlich machen, die können gar nicht entstehen. Das ist einer der Haupt-, also es ist auch ein Gewichtsreduktionselement. Ah, okay, das ist jetzt ein Stichwort, bei dem bestimmt viele Leute aufhören. Ja. Das ist ein Produkt, das jetzt nicht nur als Wasser zur Verfügung steht, sondern Sie haben auch andere Sachen damit entwickelt. Sind das Ihre eigenen Erfindungen? Ja, ja. Ich habe dann gesehen, dass man, ich hatte das Glück, neben einer Hanffabrik, also im Dorf nebendran zu wohnen, habe das in der Zeitung gelesen, dass die schließen, habe ich mich mal mit Hanf beschäftigt. Da habe ich mal alle Bücher über Hanf gelesen. Da habe ich gemerkt, also erstens wusste ich schon, dass Kristallwasser die Funktionalität eines Naturproduktes steigert, erhöht. Also die Funktion von Hanf, also nicht THC, im Hanf, das wissen viele Leute nicht, ist eines der wichtigsten Produkte neben der Faser. Ja. Die Nüsse, die Hanfsamen, das sind kleine Nüsse, die werden gemahlen, zu Öl gepresst. Und dieses Öl, das hat nichts mit THC oder mit einem Delirium zu tun, dieses Öl ohne THC kann man dann verwenden für Kombinationen mit Kristallwasser. Ah, und das Erste, was mir natürlich eingefallen ist, eine Gesichts- oder Gesamtkörpercreme. Ja? Und die wird sehr begeistert aufgenommen von unseren Kunden. Wir machen das jetzt schon 4 Jahre. Es wirkt wirklich sensationell. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen. Es hat eine hohe Wirkung. Lesen Sie mal, was Hanf generell für Wirkungen hat. Ja. Mit Kristallwasser verstärken wir die Wirkung und machen sie zellgängig. Eben das Kristallwasser durch die Nicht-Mineralisiertheit ist ja schon zellgängig. Und die Hanfsamenöle auch eben, die werden dann so schnell vom Körper aufgenommen, gehen dahin, wo der Körper eine Baustelle hat. Okay, also sprich als Trägermaterial das Wasser und dann eben in Lotionen, Cremes und so weiter wird die Schwingung von diesem gefrorenen Licht mit übertragen. Also so ist es, richtig. Das sind also die physiologischen Effekte. Ich kann meine Haut damit eincremen, ich kann es für die Nahrung nehmen. Aber was sind denn die mentalen Effekte von diesem Kristallwasser? Wie gesagt, die mentale Funktion ist Klarheit. Ja? Mhm. Sie werden plötzlich feststellen, was war eigentlich Ihr Lebensziel. Wir werden ja durch die, Gedanken, wenn Sie ja alkoholisiert sind, vergessen Sie an der Bar alles, was Sie eigentlich aus Ihrem Leben machen wollen. Ja, ja. Ja? Wenn Sie wieder klar im Denken sind, merken Sie, na, wollte ich eigentlich Banker werden? Oder wollte ich eigentlich was anderes werden? Oder wollte ich Jurist werden oder Mediziner? Ja? Plötzlich merken Sie, eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich habe das nur gemacht, weil die Materie des Geldes mich dazu genötigt hat, irgendwie was zu machen, das Ansehen hat, das viel Geld einbringt. Aber plötzlich merken Sie durch das Kristallwasser, Sie hätten ja lieber was anderes. Journalist vielleicht, die Menschheit aufklären wollen. Jetzt fällt mir ein Begriff ein, der passt vielleicht nicht ganz, aber so eine Art Wahrheitselixier. Also richtig. Jetzt nicht, dass quasi die Wahrheit vorher versteckt lag, aber man kommt dem eigenen Lebensziel vielleicht ein bisschen näher. So, sehr was ist richtig. Der Sinn der eigenen Existenz? Oder sehr so? Richtig, ja. Genau. Okay. Wenn ich am Anfang neue Kunden habe und sie dann nach 3-4 Tagen anrufe oder schon nach Woche, sagen sie, sie glauben nicht, was das Wasser geistig mit mir schon alles gemacht hat. Natürlich wollen die mir nicht ihre kleinen Details und Geheimnisse verraten, ja, ja. Aber diesen Satz kriege ich immer als erstes oder ich träume wieder. Ja. Wir haben plötzlich aufgehört zu träumen. Warum? Weil wir so voll Gift sind, dass wir gar nichts mehr wahrnehmen. Ja. Ja? Und plötzlich ist die Entgiftung weg, die Vergiftung weg. Ja. Ja? Und plötzlich kommen Bilder aus dem Inneren, die dir eben deinen Lebensweg offenbaren. Okay. Das finde ich sehr schön. Ich lasse natürlich die Kombiniertheit mit dem Hanf immer von biologischen Produktherstellern machen. In Österreich gibt es die noch, sehr in großer Anzahl, kostet ein bisschen mehr natürlich. Und das ist eigentlich die Langzeitapotheke
für den Reinigungsprozess, den immer auf Top-Level zu halten. Mhm. Ja? Mhm. Weil wenn ich das ein paar Tage nicht nehme, ich hatte mal eine zweiwöchige Pause gemacht, da habe ich sofort ein Virus, also nur eine Erkältung. Mhm. Und nach einer Woche habe ich es dann wieder weggekriegt. Für jetzt den Einstieg, da haben wir ja noch zwei Produkte, die ich da hinten dran habe. Wollen wir darüber auch schon reden? Ja, bitte, Sie haben es ja extra mitgebracht. Ja. Damit, gut, jemand, der gesund ist, will nicht wissen, was hat er. Ja. Aber Leute, die krank sind oder Probleme, Knieprobleme, Rückenprobleme, irgendwelche Probleme, Schlafprobleme, die könnten mit diesem Gerät, das man, ich nenne das mal, ja. Hausapotheke, hoch, ja. Das ist ein aus der russischen Weltraumtechnik. Das hat man über 40 Jahre entwickelt, ein Sensor, der das Magnetfeld der Zellen, der Organe misst und Abweichungen. Man hat über Klinikstudien die Idealfrequenz gewusst von jedem Organ und über dieses Gerät jede Abweichung schon in man kann fast sagen, 8 Stellen nach dem Komma in der Frequenz im Herzbereich. Ja? Ja, ja. Also nicht Herz vom physischen Herz, Herz ist eine Frequenzmessmethode. Es ist ein Diagnosegerät. Es ist ein Diagnosegerät, das 40 verschiedene Körperfunktionen misst, ja, den Idealzustand dokumentiert, wenn er okay ist, oder wie viele Abweichungen habe ich dann. So können also Leute, die sagen, na, sehr wahrscheinlich haben Magnesiummangel, stellen sie plötzlich fest, nein, sie haben einen Zinkmangel. Mhm. Durch den Magnesiumzufuhr haben sie das Problem nicht weggekriegt, nehmen sie ein paar Tage Zink, ist das Problem weg. Ah, okay. Selber herausgefunden, was man bei Blutanalyse nicht so präzise sehr wahrscheinlich feststellen kann. Weil bei Blutanalysen macht man auch nicht immer das gesamte Spektrum. Also das ist quasi ein Gerät zur Unterstützung für Ihre Wassertherapie, oder? Richtig, wenn Leute, die ja, wir haben ja alle schon ein gewisses Alter, mit ihren Beschwerden kommen und sagen, komm, wir machen mal einen Scan. Wir scannen mal deinen Körper. Mhm. Das kannst du übrigens sogar zu Hause machen. Oh ja, das ist ein sehr günstiges Gerät. Früher kosteten die Geräte von 6.000 bis 20.000. Wir sind unter 1.000. Mhm, okay. Und dann haben wir eine sogenannte Schnelltherapie-Geräte-Linie. Also es ist nur ein Gerät. Man kann das einschalten, dann startet es. Ich sage dem, das ist die Notaufnahme. Yeah. Wenn er ja da jemand akut Probleme hat, kann er das mit diesem auch aus der russischen Weltraumtechnik stammenden kleinen handlichen Gerät machen. Das Geheimnis sind aber eben auch Kristalle. Darum war ich sofort sensibilisiert, als ein Kunde von mir gesagt hat, du, ich habe das ideale Produkt gefunden zum Kristallwasser. Mhm, das sind nämlich diese Kristalle. Da drin sind genau elektronisch nachgebildet und Kristall als Basis, also elektronisch verstärkt über dieses Gerät, tausendfach verstärkt, kann man sagen. Und das Geniale noch an diesem Gerät, diese Kristalle nehmen dann die richtige Körperfrequenz auf. Und jetzt kommt noch was Sensationelles. Und dann nehme ich das Kabel weg, es hat hier natürlich Kabelverbindungen. Mhm. Und dann gebe ich diesen Kristall auf das Kristallwasser. Und Sie wissen vom Computer her, Siliziumoxid, Kristalle sind ja Siliziumoxid, dann übertrage ich in 20 Minuten meine perfekte Körperfrequenz oder die Störfrequenz, nicht die Störung, sondern die Organfrequenz, das eine Störung hat. Und Störungen sind ja meistens Blockaden, Energieblockaden oder die Zellspannung ist unter 60 Millivolt gesunken. Dann werden Sie krank. Dann kriegen Zellen Panik, ja, und machen irgendwas, was der Körper eigentlich nicht als gesund empfindet und irgendein Symptom zeigt. Wir messen diese Störquellenfrequenz, ja, aber die Original vom Organ, geben sie aufs Kristallwasser und dann haben sie die intrazelluläre Therapie mit der richtigen Frequenz und übertragen auf ein kristallines Quellwasser, das sofort in die Zelle geht. Also das ist die Problematik oder das Symptom an der Quelle beseitigt. Also es ist das Upgrade vom Upgrade. Ein bisschen. Genau. Ich bin glücklich, dass ich erst vor einem Jahr habe ich diese russische Weltraumtechnik erfahren. Wir haben dann sehr schnell gesehen, wir brauchen hier eine EU-zugelassene Version. Die haben wir seit 3 Monaten oder August, das sind es dann 4 Monate im Einsatz, haben schon die ersten erfolgreich im Einsatz, gute Rückmeldungen. Also es lohnt sich jetzt, wenn man weiß, was ja auf uns zukommt, finanztechnisch sage ich jetzt mal, oder von der EU geplant, dann empfehle ich,
Das als die ideale Hausapotheke. Mhm. Ja? Zur Prävention für später auch mal. Ja. Richtig, auch für später. Genau, wenn man mal 60 und 70 oder noch älter wird, dann wird man ja irgendwann auch versicherungstechnisch nicht mehr so den optimalen Schutz bekommen, je nachdem, was die Finanzbranche noch für Abstürze erlebt. Also beim Thema Wasser, da rennen Sie bei mir offene Türen ein, weil ich mich schon lange damit beschäftige. Wir hatten ja auch schon einige Gäste hier, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und ich sehe da ein sehr großes Potenzial, gerade wenn es dann um Kristallwasser geht. Da könnten wir ja stundenlang weitersprechen. Würde ich jetzt normalerweise auch, wenn wir nicht noch ein viel größeres Thema hätten. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das Wasser für Sie mehr oder weniger so eine Art Wegbereiter gewesen, für ihr eigentlich großes Thema. Sie sind mit einem anderen Thema schon seit vielen Jahren schwanger gegangen und das ist mehr oder weniger jetzt so eine Art Geburtskanal hier. Ja, so sagen wir es jetzt mal euphemisch. Sie haben ein Wirtschaftssystem entwickelt und das Wasser oder vielmehr die Schwingung oder das Bewusstsein, das Sie mit dieser ganzen Wassergeschichte erreicht haben, bringt Sie dazu, da jetzt den nächsten Schritt zu gehen. So habe ich es ungefähr verstanden. Ja. Ja. Und ich würde jetzt gerne mal den Bogen schlagen zu diesem neuen Wirtschaftssystem. Sie haben mir gesagt, und ich habe es ja auch gesehen in Ihren Ausführungen, in dem Buch und in anderen Büchern, die Sie jetzt haben, da steckt jahrzehntelange Arbeit drin. Richtig. Sie sind in einer Finanzwelt aufgewachsen. Ja, Schweiz ist ja Finanzschauplatz, da ist zwangsläufig so. Ja, wenn man Asterix liest, bei den Schweizer, ja, da ist es damals schon drin gewesen. Fand ich eigentlich eins der besten Asterix überhaupt mit dem Kuckuck und die und so. Helvetia. Ja, das ist wirklich, also das ich ist ganz alle großartig. Gelesen. Ja, ich auch und es ist großartig. Aber wie war denn Ihr Weg in die Finanzwirtschaft und warum ist jetzt für Sie so dringend wichtig, dass Sie ein alternatives System dann entwickeln müssen? Ja, wie kurz angedeutet, ich bin in Zürich aufgewachsen, in einer Familie, wo Geld nie eine Rolle gespielt hat, aber sie waren nicht in der Finanzbranche, sondern in der Stahlbranche, ja, Stahlhandlung. Ja. Und ich habe mir schon mit 12 Jahren immer dann diese Zukunft vorgestellt, wenn ich die Firma übernehmen müsste, 6.000 Angestellte, recht großer Umsatz. Und wie verkauft man Stahl, wenn der Markt gesättigt ist? Mhm. Ja. Also für mich war, ich habe viele Bücher immer gelesen, in meiner Kindheit war Fernseher verboten. Ich hatte nur 2 Hunde, einen Flügel, Kamin und ein paar Weine und lange Spazierwege zum Nachdenken und natürlich Bücher. Ja, das Haus war voll von Büchern und die habe ich praktisch die meisten gelesen, nicht alle. Dann kommt man auf die Frage, eben wie verkauft man in gesättigten Märkten sein Produkt? Mhm. Weil die Marktsättigung war für mich im Kapitalismus eben, wo immer Wachstum gepredigt wird, war für mich logisch. Die Antwort habe ich bekommen mit 19 Jahren in der Schule im Wirtschaftsunterricht, weil der Lehrer war neu, wusste nicht genau, was er mit uns machen soll. Da habe ich ihm vorgeschlagen, dann lesen wir doch mal schweizerisches Obligationenrecht. Mhm. Gesetzesbuch über die Gesellschaftsformen und Vertragsformen, ja. Und siehe da, auf Seite 314, Artikel 314, die Seite weiß ich nicht, steht doch drin, ich mache eine kurze Zusammenfassung, wie ich es in meinen Vorträgen erkläre, wer Geld verleiht, hat das Recht, Zinsen zu verlangen. Mhm. Ja. Dann war das für mich ein Gewinnschutz für Nichtstuer, weil Geldverleiher sind ja Banker. Ja. Die tun ja eigentlich nichts, außer Geld verleihen. Mhm. Dann dachte ich mich, ja, soll ich jetzt Banker werden oder Stahlhändler? Mhm. Ja? Also diese Idee hat mich dann in meiner Kindheit, also sagen wir mal so von 19 Jahren an, mit den Hunden auf den Spaziergängen so getrieben, nachzudenken, Gewinnschutz für Nichtstuer. Wie wäre der Gewinnschutz für alle, die was tun? Das wäre eigentlich eine viel logischere Gedanke. Ja. So, jetzt haben wir ja hier so ein paar Folien. Ich mache mal zuerst die Geschichte fertig, wie ich dann dazugekommen bin. Die Firma wurde dann auch ruiniert, als ich 21 war, diese Stahlhandelsfirma. Und durch einen Kredit, der gekündigt wurde, von den Banken natürlich. Dann hatte ich meine technische Ausbildung, habe Maschinenbau und Elektronik gelernt. Habe dort, ich möchte es so sagen, in der Schule habe ich generell nicht viel aufgepasst. Ich habe immer entweder es schon gewusst oder es hat mich nicht interessiert. Ich habe im Nachhinein festgestellt, mein Geist hat mich immer blockiert, es aufzunehmen, wenn es nicht der Wahrheit entsprach. Mhm. Und einmal hat der Lehrer
gesagt, ja weißt du, ein Elektromotor, vor allem ein Gleichstrommotor, ist umgekehrt ein Generator. Das heißt, er produziert Energie. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Ich mache doch immer das Gegenteil von dem, was andere sagen. Und so ist auch dieses Buch entstanden. Die komplette Invertierung des Finanzsystems. Mhm. Ja, schlussendlich. Und ich habe dann also Maschinenbau gekannt, habe diese Technik damals angewendet als Exzenterpressenhersteller, habe 18 Jahre erfolgreich Werkzeugmaschinen verkauft. Dann habe ich dann gemerkt, jetzt ist eigentlich die Zeit rum, jetzt musst du dich auf die Idee, die du mit 19, 20 Jahren aufgebaut hast und während meiner unternehmerischen Tätigkeit, ich war dann immer Unternehmer, ich war also nie Angestellter, hatte ich eben die Frage, wie verkauft man Produkte in gesättigten Märkten? Dann kam so nach der zweiten Scheidung so die Idee, jetzt schreibst du dein Buch. Mhm. Da war ich 39 Jahre alt. Mhm. Ja? Dann habe ich dann kurz vor Weihnachten zur Feder gegriffen. Nein, ich hatte 5 Computer um mich, meine Bibliothek, gerade zweite Scheidung hinter mir. Mhm. Dann habe ich das nur so hinschreiben können. Inhaltsverzeichnis gestanden, im April war das Buch fertig. Ja? Und dann, wenn man so als Unternehmer geschult ist, dann sagt man, ja, jetzt setze ich doch das um. Mhm. Was brauche ich zum Umsetzen? Viel Geld. Wie viel? Habe ich dann 30 Millionen mir vorgestellt. Wie machst du das? Und sage ich, ja, gründest du eine Genossenschaft in der Schweiz, 100.000 Mitglieder, jeder zahlt jedes Jahr 300 Franken ein, dann hast du deine 30 Millionen. Mhm. Und in meinem ersten Vortrag 1997 kommt schon in der Pause ein Mann auf den Markt zu und sagt, das ist genial, wie viel Geld brauchen Sie, um das umzusetzen? Mhm. Habe ich gesagt, wenn Sie gerechnet haben, ich habe gerade den Businessplan vorgestellt, 30 Millionen, die gebe ich Ihnen, war seine Antwort. Mhm. Ja? Ich dachte, der will mich natürlich auf den Arm nehmen. Ja. Und hat aber das geklappt damals? Na, der Mann war 10 Jahre an meiner Seite, ist jetzt leider gestorben, hat sein Geld durch eine Blockade aus dem Iran, wo er früher tätig war als Architekt, die Gelder waren blockiert worden in Genf, hat das nicht bekommen. Mhm. Er hat aber das Buch noch auf Arabisch übersetzen lassen und hat überall Reklame gemacht für die Umsetzung dieses Buches und ist dann leider verstorben. Ich wurde von den Banken 2-mal amtlich liquidiert wegen illegaler Bankentätigkeit und habe dann vor 10 Jahren, das war 2005, also ich habe 96 begonnen, das Buch umzusetzen, habe dann 2005 gesagt, ich bin 100 Jahre zu früh, ich vergrabe das Buch. Mhm. Dann kam ein Zufall im 2011, dass ein österreichischer Professor, den du auch kennst oder Sie auch kennen, der auch ähnliche Thesen vertritt, also Thesen, die Banken seien eben nicht so ganz, ich sage es mal ganz einfach, sie sind nicht verfassungskonform. Ja. Wenn man die Schweizer Bundesverfassung liest, im Artikel 2, der Staat sorgt für möglichst große Chancengleichheit und ausgewogenen Wohlstand, da lacht jeder Banker und sagt, das geht nicht im Kapitalismus. Mhm. Dann müsste man ihm sagen, ja, dann bist du eigentlich der Feind der Verfassung. Dann sagt er, ja, theoretisch ja. Und jetzt könnten wir hier mal eine Folie zeigen. Einfach immer weiter drücken, das ist ja die Präsentation genau. Selber. So. Ja, ja. Und dann habe ich diese Folie dazu gemacht und habe gesagt, schauen Sie, und wenn Sie die Wirtschaftszahlen lesen, immer in den 90er Jahren, als die Wirtschaft so langsam im Sinkflug war, da hatten die Banken höchste Gewinne. Logisch, warum? Weil jeder Unternehmer genau dann Kredite brauchte und damals waren Zinsen noch 7-14%. Mhm. Ja, die Banken, die wussten gar nicht mehr, wohin mit dem Gewinn. Und die Wirtschaft hier, grün dargestellt, links, die macht wenig Gewinn, läuft schlecht, da das Grüne. Mhm. Die Banken geben natürlich vor, sie möchten so den idealen Mittelpunkt anstreben, können sie aber gar nicht von ihrem System her. Nämlich, wenn man von Schuldgeld verleihen den höchsten Gewinn hat als Bank, dann brauche ich möglichst viele Schuldner. Mhm. Und in einer gut gehenden Wirtschaft, wie produziere ich da Schuldner? Oder in einer Wirtschaft, die alle Probleme löst, wo mache ich da Schuldner? Also das Produkt der Banken heißt, produziere Schuldner. Mhm. Vielleicht sogar bei der Medizin auch, wie produziere ich Kranke oder bei der Pharma? Mhm. Ja? Weil nur dann läuft ihre Gelderwerbsschiene. Also sind die Banken und noch größere Branchen auch der Feind von einer gut gehenden, problemlösenden Wirtschaft. Das wurde mir klar. Mhm. Gut, ich hatte mein Buch vergraben wollen, 100 Jahre, und wurde dann 2011 wieder reaktiviert.
durch einen Freund und den Franz Hörmann, möchte ich sagen. Wir haben eine Partei gegründet und sind eigentlich jetzt auf der Suche nach dem Kapital, ja, um das umzusetzen. Das ist der Professor Franz Hörmann aus Österreich. Richtig, aus genau. Ja, ja. Wir haben die Human Way zusammen gegründet 2011 in Gmünd und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, weil er war natürlich der gefragte Kommunikator. Mhm. Ich habe meine Videos eben nicht im Internet, weil es bis 2005 gab es YouTube noch nicht. Ich habe ja 2005 aufgehört, das zu präsentieren. Mhm. Das sind jetzt also Folien von meiner Werteerhaltungsgenossenschaft, die ich damals gegründet habe, 96 gegründet. Habe ich dann gesagt, die Menschheit muss zuerst mal nachrücken. Vielleicht bin ich eben, weil ich auch als Patentinhaber mir immer das Ziel gesetzt habe, mach nur etwas, was es nicht schon gibt. Dann bist du automatisch der Zeit voraus. Da musst du halt warten, bis die Zeit dich wieder reingeholt hat. Ja, gut. Dann habe ich eben in der Zwischenzeit Produkte bekommen wie Kristallwasser. Also nachdem ich 2011 wieder begonnen habe, nicht nach 100 Jahren, sondern schon nach 6 Jahren, kommt einer zu mir und sagt, bevor du deine Leute wieder aktivierst, gib ihnen Kristallwasser zum Trinken. Weil was du da vor 10 Jahren alles erzählt hast, hat keiner verstanden. Die Zeit war noch nicht so weit. Die Zeit war nicht. Ich bin ein Internetfreak. Ich hatte auch mal eine Computerschule. Ich habe Computer von der ersten, vom ersten 86er Chip jede Stufe gekannt. Selber produziert sogar Computer, selber Programme schreiben lassen. Ja. Ich habe das Internet schon vorausgedacht. Das Buch ist eigentlich die Vorwegnahme des Internet oder wir brauchen Internet, um das Buch umzusetzen. Mhm. Also war ich tatsächlich zu früh, weil Internet mit YouTube war dann erst so in Schwung gekommen, 2005. Und dann habe ich auch in meiner Computerschule habe ich Buchhaltungskurse gegeben. Das war auch noch eine interessante Erfahrung. Und an meinen Vorträgen habe ich immer die Leute gefragt, was ist euch am besten geblieben von meinen, ich habe ja 150 Folien. Ich habe natürlich noch immer 30, 40 gezeigt an einem Vortrag. Dann hat mir öfters einer gesagt, das mit den zwei Kreisen, das ist dieses Bild. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn dir hier am besten geblieben? Ich habe auch Folgendes gesagt, dieses Bild oder den Titel provisorische Buchhaltung hat mir ein Banker selber gesagt, der Alexander Kaspar, der war Privatbankier, der hat mir gesagt, weißt du, Geld ist eine provisorische Buchhaltung. Und was wir jetzt dank Internet machen können, ist aus dem Provisorium die perfekte Warenbuchhaltung. Mhm. Und wenn wir die Warenbuchhaltung vernetzen dank Internet, brauchen wir die provisorische Geldbuchhaltung nicht mehr. Darum habe ich das hier dargestellt, wie der Warenkreislauf, der reale Güter produziert von uns allen, der wird wie in einem Monopoly-Spiel von den Bankern mit einem Provisorium nachgespielt. Mhm. Also die gucken, was die Wirtschaft macht und sagt, halt Jungs, ihr müsst warten, 1 bis 6 Monate Verzögerung meine ich. Der Banker sagt, ihr dürft erst Ware tauschen, wenn ich euch einen Kredit gegeben habe. Ihr habt ja sonst gar kein Geld. Mhm. Wie könnt ihr Ware gegen etwas, Ware, das ist nicht mehr aktuell, also Ware gegen Ware tauscht man nicht mehr. Das ist ja Mittelalter. Ihr braucht unser Geld. Und wann ihr unser Geld bekommt, das bestimmen wir. Hier, die provisorische Buchhaltungsherstellerorganisation, genannt Bank. Ja. So. Also die bremsen uns aus. Und über das Ausbremsen können sie Zinsen generieren, weil sie spielen ja mit dem Faktor Zeit. Je länger ich Schulden habe, umso mehr kassiert der Schuldgeldverleiher über den Zins. Mhm. Also ist er gar nicht interessiert, dass ich schnell Ware verkaufen kann, dass ich höhere Gewinne habe, ja, sondern er lebt von kleinen Gewinnen, dann brauche ich immer seinen Kredit und möglichst lange Schulden. Ja, ja. Ja? Also ist der Ausbremser der Wirtschaft. Und provisorisch, also eine Zivilisation, die nicht anfängt, ihre Provisorien mal endlich abzuschaffen, ja, die lebt doch in der Steinzeit. In der anderen Steinzeit, ja. Ja, ja, die American Express oder irgendeine Kreditkartenorganisation hat mal große Plakate in Wien aufgehängt. Geld ist Steinzeit. Tatsächlich mit den Bildern von Bernie und Fred, die mussten es nach 3 Wochen alle abmontieren, weil die Banken beleidigt waren. Mhm. Und die wollten ja nur sagen, Kreditkarten sei Zukunft. Und das ist richtig, was ich hier in meinen Präsentationen dann am Schluss als definitive Warenbuchhaltung vorgestellt habe, ist ja der Warenkredit. Mhm. Also Kredit von Credere, mit C natürlich geschrieben, ist Glaube und Vertrauen. Und ich habe dann in den Vorträgen immer gesagt,
Wenn jemand sich gestört hat am Wort Kredit, dann sage ich, ja, was ist das Erste, was du bekommst, wenn du auf der Welt erscheinst? Du bekommst wahren Kredit. Von wem? Von deinen Eltern. Wie lange? Mindestens 18 Jahre oder 20 Jahre. Das ist immer ein Minus. Du fängst die Welt an mit Schulden machen. Aber diese Schulden machst du noch Gott sei Dank bei deiner Familie, die dich liebt, die dich betreut, die dich erzieht, ausbildet, auch ein bisschen kontrolliert, ja, und denen du das als Generationenkredit zurückbezahlst in der Rente. Da kommen natürlich mit 20 die Banken und sagen, jetzt ist fertig, Familienkredit, jetzt musst du zu uns kommen, wenn du dich verwirklichen willst, als Unternehmer zum Beispiel. Und dann machst du Kredit wo? Ich habe es vorher gesagt, bei deinen natürlichen Feinden. Und das ist logischerweise nicht sehr empfehlenswert. Also ich gehe nicht zu meinem Feind und mache bei dem Schulden, sondern ich gehe zu meiner Familie zurück, zu uns allen, und bei denen mache ich wahren Kredit. Und der muss nur hier elektronisch vernetzt werden. Die Banken haben diese Macht bekommen, weil sie die ersten waren, die das Computersystem zur Geldtransferierung eingesetzt haben. Ich muss jetzt kurz ein bisschen einbremsen, weil sonst wird es zu verwirrend für mich selber, gerade auch bestimmt für viele Zuschauer. Sie sind so in dem Thema drin, ich muss den Kern rausschälen. Geniale Vorträge, ja. Und wir haben noch zu wenig Kristallwasser 30, getrunken. 30 Jahre Forschung in eine Sendung packen ist ja fast nicht möglich, aber ich sehe den großen Unterschied darin, dass Sie von einem Geldkreditsystem umsteigen in ein Warenkreditsystem. Richtig. Und in Ihrem Buch und auch in Ihren Folien, die Sie mir gegeben haben, ist als Lösung drin. Ich lese jetzt einfach mal vor und versuche das dann aufzuklären. Ja. Der Warenkredit dokumentiert in der Warenbuchhaltung via Verrechnungskonten und E-Shop, also Elektronikshop vernetzt, ersetzt den Geldkredit. Und damit sind die Banken und deren Schuldgeld überflüssig durch ein Wertspeichergeld mit T aller Unternehmer und deren Kunden. Also sprich, Warenkredit ersetzt den Geldkredit. Richtig. Das versuchen wir jetzt mal auseinander zu klamüsern. Was ist der Unterschied von einem Geldkredit und einem Warenkredit? Weil das scheint ja die Basis zu sein von Ihrer Idee. Die Kreditbedingungen. Ja. Der Banker will Sicherheiten. Der Warenkredithersteller oder Lieferant, der will ganz was anderes. Was heißt Warenkredit? Ja, ich gehe in den Laden, kaufe ein und sage, schick die Rechnung meinem Vater. Wenn du Bill Gates bist, dann kannst du das überall präsentieren und jeder sagt, ja, Herr Gates, natürlich schicken wir die Rechnung Ihrem Vater. Das ist ein sogenanntes Aufschreibesystem über Rechnungen, die real-time in unserem System bezahlt werden, weil, jetzt kommt's, wir haben hinter jedem Konto, nicht Bankkonto, sondern Kreditkonto, einen E-Shop. Und die Zukunft ist eh schon so programmiert, jeder bestellt per E-Shop und in der gleichen Sekunde wird das Buchungssystem an beiden Konten, beim einen ins Plus, der die Lieferung machen muss, und der Käufer ins Minus, abgebucht. Und jetzt brauche ich eine Philosophie dazu, dass das technisch funktioniert, also elektronisch, programmtechnisch. Wir haben ja die Software. Mhm. Wir haben die vor 10 Jahren schon entwickelt mit viel Geld. Und wir haben sie aktualisiert und sie ist sofort umsetzbar. Und wenn ich das einem Banker zeige, dann ist er so begeistert, dass er es gleich haben will. Und die Banken suchen solche Software, weil ich ihnen auch beweisen kann, dass das Zinssystem nicht mehr wachsen kann, weil es keine Verschuldungspotenziale mehr gibt im Geldschuldenbedingungen. Also um die Basel II und Basel III Bedingungen zu erfüllen, da müssen die Banken schon lange suchen, bis sie so einen noch finden. Darum ist das Zinssystem jetzt auf Null, kann auch nicht mehr höher gehen. Wir haben aber ein unendliches Kreditvolumenpotenzial elektronisch, darum ist es dann die definitive Buchhaltung. Kredit heißt eben nur aufschreiben. In China nennt sich das Feilung. Das hat schon mal vor 1000 Jahren gegeben dort. Ja? Aufschreiben, das heißt, lass alles anschreiben, was du kaufst. Anschreiben lassen, ganz einfach. Und wie mache ich jetzt, dass der Lieferant sagt, ja, wer bist du eigentlich? Ob du jetzt Bill Gates Sohn bist, das kann ich nicht nachprüfen. Dann sagst du, nein, ich bin Mitglied der Humanwirtschaft und ich habe ein Euroweg-Verrechnungskonto. Und dann sagt der Lieferant, na, dann bist du kreditwürdig. Warum? In unseren, das sind die neuen Bedingungen, die ich eben aus dem Gesetzesbuch OR und eben hier drin dokumentiert habe. Gesetzlicher Gewinnschutz, darum brauchen wir eine politische Bewegung.
Ohne Gesetzesänderung geht es nicht, weil die Banken haben vor 100 Jahren, als sie die Nationalbanken gegründet haben, in diese Gesetzesbücher solche Bedingungen reingeschrieben, dass ja keine Konkurrenz mehr Fuß fassen kann. Mhm. Ja, wie Steuern sind in Landeswährung zu bezahlen. Da kann keine Regierung sagen, wir nehmen Tauschgeld von einem Tauschring. Oder wir nehmen das Wirgeld, das in der Schweiz ja bekannt ist. Ja, es ist per Gesetz verboten. Mhm. Also muss eine politische Partei oder Bewegung zuerst dieses Gesetz ergänzen mit in Staatsgeld zahlen oder in Leistungswerte. Das waren früher der Zehnte. Sobald ich wieder mit meiner Gegenleistung meine Einkäufe abgelten kann, decken kann, bezahlen kann, steht auch im Gesetz, Leistungen können durch Gegenleistungen gezahlt werden. Wir sind so konditioniert, dass wir mit Bezahlen immer Bankengeld meinen. Dabei heißt das nur, Gegenleistungsverpflichtungen einlösbar halten. Mhm. So. Dieser Gewinnschutz ist dann Grundvoraussetzung, weil ja wir leben jetzt nicht mehr, wir haben die Buchungen so gemacht, jeder Buchungstransfer kostet 3% Provision. Wozu? Jetzt kommt was Entscheidendes, für eine Konkursversicherung. Sobald wir uns gegenseitig gegen Konkurs versichern, ist unsere Bonität 100%. Und zwar Bonität heißt auf mich und nicht auf meine Ware wie Häuser und andere materielle Sicherheiten. Das heißt, bei jedem Geschäft wird ein kleiner Betrag, je nachdem, 3% können auch viel sein, in diese Versicherung gesteckt. Und 1%. Davon profitieren dann alle in diesem System. Das erhöht die Bonität von uns auf Blanko-Bonität. Das heißt, ohne materielle Sicherheit. Das heißt, was du bist, ist eine Gegenleistungsabsicherung, ja? Ist eine Kreditwürdigkeit, das Sein und nicht das Haben. Das heißt, wir wechseln von der Materie in eine etwas höhergeistige Dimension. Darum nenne ich auch, das ist das Geldsystem der Zukunft. Das kann nicht materiell sein, weil in der Materie, auch bei Geld, ist immer der Mangel vorprogrammiert. Und wir müssen eine Mangelbeseitigungswirtschaftstheorie haben, die aber ohne Wachstum ohne Wachstumszwang auskommt. Also wir haben drei Säulen. Ich habe das auch irgendwo hier. Eben bei uns ist nicht mehr das Geld im Vordergrund, sondern die Ware. Die Ware wird nur noch aufgeschrieben in dieser definitiven Warenbuchhaltung. Gehen wir das mal zurück. Und das war dieses Gewinnschutzgesetz, das ich vorher kurz erwähnt habe. Aber hier eine Folie zurück. Was Sie vorher gefragt haben. Die Menschen sind in Zukunft ja alle vernetzt, nicht nur übers Handy sind wir ja schon vernetzt. Das ist kein Thema mehr, ob das technisch machbar ist. Ja. Diese Vernetzung ist unsere Anbindung an eben unsere Warenbuchhaltung. Und eben die Geldbuchhaltung ist schon vernetzt und das fehlende Glied, das wir jetzt geschlossen haben, ist die Warenbuchhaltung zu vernetzen, dass eben jede Rechnung, die ich an Sie schreibe, wenn Sie bei mir was bestellen, ist in Ihrer Buchhaltung als Kreditor, Sie sind der Schuldner, ich liefere Ihnen, und bei mir als Debitor gebucht und damit sind wir in der gleichen Sekunde auseinanderdividiert, weil wir bezahlt haben, nämlich die Leistungen aufgeschrieben haben. Das heißt, es gibt keine Vorkasse mehr, weil das ist Vorkasse in Perfektion. Damit eliminieren wir den Faktor Zeit. Und sobald wir den Faktor Zeit aus einem Geldtransfer eliminieren, haben wir den Zins eliminiert. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber was ich raushöre ist, wir klammern die Banken aus sozusagen. Den Faktor Zeit, ja, genau. Ja. Wir klammern die Banken aus, weil wir mit der Warenbuchhaltung zeitverlustlos buchen, damit den Zins eliminieren und weil immer die Ware, die ja schon vorhanden ist oder relativ einfach produziert werden kann, ist es die warengedeckte Geldschöpfung. Das heißt, Geld wird geschöpft durch einen Kunden, der was bestellt. Und wenn der Kunde wieder sein Konto ausgleicht, ist das Geld wieder vernichtet. Das ist Geld schöpfen, Geld vernichten, Geld schöpfen, Geld vernichten. Mhm. Es entfällt der Investor. Es gibt keine Anlagesummen mehr. Man spart nicht mehr Geld, man spart Ressourcen. Mhm. Ja, natürlich Kaufkraft auf seinem Konto. Das ganze Finanzsystem ist überflüssig. Es gibt keine Inkassobüros mehr. Ja, es muss niemand mehr dem Geld nachrennen, weil das Produkt Geld hat sich durch die Verfügbarkeit im Warenkredit 1:1 zur Ware und zu den Kunden eliminiert. Der Geldmangel ist eliminiert und damit hat die Menschheit den Start
gelegt für ein goldiges Zeitalter, Wohlstand für alle. Und jetzt kommen wir zur Kernaussage nochmal, wie es in den meisten, vor allem in Amerika und in der Schweiz, in den Verfassungen steht. Das ist die Aufgabe des Staates, diesen Mangel zu beseitigen. Und wenn es die Banken nicht fertigbringen, den Geldmangel zu beseitigen durch idiotische Kreditbedingungen, dann müssten wir Unternehmer das machen. Mhm. Und da wir jetzt Internet auch so clever einsetzen durch Vernetzung der Warenkonten, machen wir die geldgedeckte, also die warengedeckte, die kreditgedeckte Warengeldschöpfung ohne Mangel, ohne Zins und können das, was in der Verfassung steht, damit erfüllen. Wohlstand für alle. Mhm. Das ist die Technologie dazu, die haben wir geschaffen. Also das Internet sind hier die Verbindungen und wir machen Software, Buchhaltungssoftware, in dem das Bankkonto, jetzt nicht das Geldbankenkonto, sondern das Warenkonto mit dem ganzen Shop-System vernetzt ist, mit der Buchhaltung integriert ist und der Staat natürlich auch. Von den 3%, es ist ja 1% noch für die Betreiber dieses Systems, 1% für den Wegbegleiter, den ich vorgesehen habe, als nicht der, der uns kontrolliert, sondern der Kreditwürdigkeit kontrolliert. Mhm. Es ist ein dezentrales System und der Staat mit der Mehrwertsteuer, die als einzige Steuer nötig ist, es gibt keine Gewinnsteuer mehr, keine XY-Steuern mehr, es gibt ja 40 verschiedene Steuern. Und das, was man mir ja die Frage stellt, wie willst du das umsetzen, also politisch, nämlich in einer Periode, in einer Wahlperiode von 0% auf 66% der Stimmen zu gelangen. Ja? Das heißt, wenn du die Technik hast, die Kenntnisse der anderen, die Philosophie, weißt, welche Gesetze du ändern musst, eben Steuern sind in Leistungswerte zu bezahlen, das machen wir dann, dass das umsetzbar ist. Dann gibt es eben den klugen Satz eines Politikers, der mal gesagt hat, die Partei, die alle 40 verschiedenen Steuern auf 3 reduziert, wird jede Wahl gewinnen. Mhm. Und wir reduzieren alle Steuern auf eine. Ja? Auf die? Mehrwertsteuer. Ja. Das Einzige, was der Staat braucht. Und damit dieser Partner der Wirtschaft, die wächst, also wo sich jeder so verwirklichen kann, ohne Ressourcenverschleiß natürlich. Und dieses System ist natürlich durch das, dass wir als Staatsinteressierte, wir wollen den Staat ja wieder zu einer Gemeinschaft machen, dann bringen wir unsere Software und unsere Philosophie mit in die Parlamente. Ja. Das System ist dann wieder staatlich. Man könnte fast sagen, der Staat holt sich die verlorene Geldhoheit zurück, ja, weil die hat er vor 100 Jahren an ein privates Nationalbankensystem abgegeben. Und wie ja Henry Ford es auch gesagt hat, ich komme gleich nochmal zu der Folie, wenn die Menschen wüssten, wie unser Geldsystem seit 100 Jahren funktioniert, gäbe es morgen eine Revolution. Wenn es eine Alternative gibt. Mhm. Weil kein System bricht zusammen in eine Alternativlosigkeit. Ja. Ja, und nach dem Kapitalismus bis heute gibt es keine Alternative. Ja, darum fühlen die sich ja so sicher und machen einfach Konkursverschleppung zur Zeit. Also ich spüre gerade die maximale Verwirrung der Zuschauer, auch wenn ich sie jetzt nicht richtig wahrnehmen kann, weil es geht mir ja genauso. Ich habe mich jetzt wirklich stundenlang in dieses Thema hineingedacht und mir fehlt da der finanztechnische Sachverstand. Aber ich kenne zwei Leute, die auf ihrer Seite sind. Das ist zum einen der Professor Franz Hörmann und die Monika Donner, zwei wirklich erstaunliche Menschen aus Österreich, denen ich beide begegnet bin, die ich beide sehr schätze. Und die sagen, sie haben recht. Also ist es für mich ein Grund zu sagen, ich verstehe es noch nicht ganz, aber ich glaube, Sie sind auf dem richtigen Fuß. Die meinen auf dem richtigen Weg. Ja, 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 Sie haben recht. Ja. Ja. Wir haben mein großer Gedanke ist, wie soll man so etwas umsetzen können? Also ich sehe die Trägheit dieser Systeme. Genau. Ich sehe, wie schwierig das ist, überhaupt so eine Wahrheitsbewegung voranzukriegen. Wenn ich sehe, wie auf die Montagsdemos eingeknüppelt worden ist, und zwar jetzt nicht mal von außen, sondern sogar intern, dass also der nicht da sprechen darf, weil der mit dem geredet hat und den will ich nicht, weil der hat das gesagt damals zu dem und dem Thema. Also ich sehe nicht, dass da die Leute alle in der Lage sind, sogar in Sachen 11. September nur mal als Beispiel am gleichen Strang zu ziehen. Woher nehmen Sie jetzt die Zuversicht, dass dieses System quasi will rock the planet? Ja, wie geht es voran? Wie kann man das den Leuten ins Gehirn hämmern, dass sie sagen, bei der nächsten Wahl treten sie an und haben aus dem Stand 67%? Ich mache jetzt den dritten Versuch, nach 10 Jahre Pause, nein, 12 Jahre. Ich habe 2005 aufgehört.
dank Internet und solchen TV-Studios, wie Sie hier eines führen und managen und super Leute auch einladen und zu Wort kommen lassen. Moment, das muss ich nochmal fürs Protokoll, ich manage hier gar nichts. Ich sitze nur auf diesem Stuhl und stelle schlaue Fragen. Gut. Das Team hier um mich herum managt alles. Ja? Wunderbar. Ohne die wäre ich gar nichts. Ja. Team ist entscheidend. Ich hatte ja 900 Mitglieder, Genossenschaften, 7 Millionen Kapital. Das wurde mir beides immer weggenommen von den Banken, weil die gemerkt haben, der ist gefährlich. Mhm. Aber Gott sei Dank versteht ihn keiner. Sie haben es gerade wieder bewiesen. Mhm. Meine Lebensversicherung bis heute war, dass mich keiner versteht. Ja? Also darum leben die anderen noch mit ihrem alten Steinzeitsystem genüsslich vor sich hin und plündern uns noch weiter aus. Wir brauchen diese Internettechnik, YouTube-Technik, Videotechnik, Verbreitungstechnik und dann brauchen wir entscheidend viel Geld. Unter 30 Millionen fange ich gar nicht an. 30 Millionen klingt eigentlich nach nicht sehr viel, wenn Sie jetzt ein wirklich weltveränderndes System haben. Ja. Sehen Sie, weil 171 Millionen kassieren ja schon die Banken. Kassieren die Parteien, Entschuldigung, das habe ich verschwatzt. In Österreich, in der Schweiz ist gleich viel. Wenn man mit 30 Millionen 60-70% der Stimmen bekommt, bekommen wir von den 170 Millionen auch 70%. Das heißt, diese Investition, die rechnet sich ja schon. Brauche ich nicht mal einen Businessplan machen. Ja? Also mit dem Geld und mit dieser heutigen Technik, die mir vor 12 Jahren noch gefehlt hat, darum hat mich keiner verstanden, das Kristallwasser hat noch gefehlt. Ja, als klärendes, reinigendes, geistiges Elixier. Heute kommen noch viele Bücher raus, die mich auch unterstützen. Ja, ich will es nicht alle hier erwähnen. Und mit dem Kapital und eben in der Schweiz, in 2 Jahren sind dort Wahlen. Man muss in jedem Kanton ein eigenes Büro haben, eine Mannschaft. Ich habe jetzt in den letzten 12 Jahren die Politik immer verfolgt, immer alle Wahlen, alle Kandidaten. Und auf den Listen sind ja immer nur die vorderen 3, 4 Plätze dann gewählt worden von den Systemparteien. Ja? Aber im Kanton Zürich, wo man 28 Kandidaten braucht und 5 werden dann gewählt, da hat man dann 22 Frustrierte. Und die kennen wir, die sind alle internetmäßig dokumentiert mit Steckbrief sozusagen. Ja. Die kann man angehen, das heißt, das sind alles Leute, die schon mal nach außen getreten sind mit dem Wunsch, ich möchte politische Verantwortung übernehmen, aber die wurden im Regen stehen gelassen. Die waren nur Tabellenpositionen, die nichts bewirken konnten. Ja. Und auch die, die gewählt wurden, haben relativ schnell gemerkt, dass wir in einem System gefesselt sind. Ich kenne viele Politiker, die sagen, ich weiß, was wir ändern müssen, aber wir können nicht. Die Systemzwänge sind so groß. Auch Gerd Schröder hat mal gesagt, als er die Regierung übernommen hat, ich weiß zwar, dass ich jetzt der Führer bin, aber ich bestimme nichts. Ja, ich muss ja immer zuerst nach Amerika gehen und fragen, was ich jetzt umsetzen darf. Mhm. Ja, oder auch sein Finanzminister Lafontaine, der nach 3 Monaten ausgetreten ist, ja, der wollte die Nationalbank, wie Kennedy auch, wieder zurück in die Staatshoheit holen. Dann musste er sich entscheiden, ob er noch etwas leben will oder nach 3 Monaten das Lager wieder verlässt. Mhm. Ja, also solche Ideen sind ohne wirkliche generelle, ich sage immer 180 Grad Drehung, die Menschheit steht auf dem Kopf, wir müssen sie auf die Füße stellen. Und in einem humanwirtschaftlichen System gibt es keine Verlierer. Also kein Banker muss Angst haben, dass er jetzt etwas verliert. Ich habe noch eine Folie, die liebe ich auch. Oder bei der vorderen mit den 2 Kreisen sage ich immer, wenn wir jetzt die Banken nicht mehr brauchen, was machen wir mit den ganzen Leuten dort? Ja, wir schicken sie zum Golfspielen. Wichtig ist, dass sie uns nicht mehr behindern. Das Geld, das sie heute kassiert haben, das kassieren sie in Zukunft genauso. Es ist ja in allen Preisen schon eingerechnet. Wir können die, ohne dass sie was tun, genauso weiterhin alimentieren. Aber wenn sie uns nicht mehr behindern, geht es der Wirtschaft 3-mal besser. Bin ich 100%ig überzeugt. Sehen Sie hier eine kurze Zusammenfassung. Kommunismus, das war ja ein Konstrukt aus Amerika. Und es ist ein... Das war eben ein ohne eigenes Geldkonzept. Die haben selber zugesehen, sie haben zugegeben, sie haben vergessen, an das eigentliche Wesentliche des Staates, an die Nationalbank zu gehen. Die Nationalbank war nach wie vor eine ausländisch gesteuerte Bank. Dann, das war der Staatskapitalismus, er war menschenverachtend, kann man sagen, gleichmacherisch und diktatorisch. Und das untere können Sie selber lesen. Der Kapitalismus ist noch kurz, er ist verfassungsfeindlich. Warum? Ja?
Das hat auch ein Richter in Italien vor 20 Jahren angeklagt, wegen dieser Artikel 2 Bundesverfassung. Der Staat sorgt für möglichst große Chancengleichheit und allgemeinen Wohlstand, kann im Kapitalismus nicht verallgemeinert werden. Mhm. Ja? Also für nur eine kleine Gruppe profitiert. Eine 10% Elite kann Wohlstand haben im Kapitalismus, und es wird immer dünner. Ich habe eine Folie, heute bekommen 8 Familien 75% des Weltvermögens. Mhm. Also sie besitzen das Kapitalvermögen. Ja. Und das ist eigentlich verfassungsfeindlich, und ein italienischer Richter hat mal einem Staatsanwalt vor 20 Jahren gesagt, sie haben recht, das kapitalistische Wirtschaftssystem ist Feind der Verfassung, aber wo haben sie die Alternative? Ohne Alternative kann kein Richter den Kapitalismus als verfassungsfeindlich verbieten. Mhm. Heute schon. Eben, Ihre Frage war, wie kriegen wir, dass die Masse das versteht? Wir brauchen von diesen 150 Folien, die ich habe, mindestens 13 einstündige Videos, die das alles erklären. Ein Wochenendseminar für die, die es genau wissen wollen. Ja, Halte ich gerne ab, habe ich früher abgehalten. Der Schluss meiner Wochenendseminare war der Businessplan fürs Paradies. Ja? Mhm. Erst wenn du dir das Paradies vorstellen kannst und ein Geldsystem dafür verwenden kannst, das den Mangel beseitigt, dann können wir alle daran arbeiten und es umsetzen. Mhm. Ja? Mhm. Und dann ist eben, das nenne ich dann Kreditismus. Wir sind dann eben eine staatstragende Geldversorger wieder, die eben Energie, Telekommunikation, Transportsystem, Medizin kostenlos zur Verfügung stellt. Ja? So, also das wird in die Staatsgewalt zurückgeholt. Richtig, ja. Diese Privatisierung, richtig. Das, was der Staat früher richtig gemacht hat, auch durch Monopole geschützt hat. Ja. Ein Monopol ist ein Gewinnschutzkonstrukt. Mhm. Patente sind auch Gewinnschutzkonstrukte. Ich erfinde nichts Neues. Ich erfinde es nur für die Allgemeinheit, dass man sich ans Gewinne berechnen halten soll, weil als Staatsführer bin ich doch nicht interessiert, dass 80% meiner Bevölkerung am Existenzminimum lebt. Ich als Staat möchte, dass es allen gut geht. Also, das kann aber nur der Kreditismus, nennen wir. Er hat dann auch keinen Lobbyismus mehr nötig, er braucht keine Korruption, weil wir physisches Geld eliminieren. Es ist nur noch Buchhaltungsgeld. Es kennt keinen Geldmangel und daher auch keinen Zins, und dazu brauchen wir auch keinen polizeilichen Überwachungsstaat und all die vorgesagten oder vorgedachten Überwachungsmöglichkeiten. Und jetzt noch ein wichtiger Satz. Wir können hier beginnen 2018, 2019 an den Wahlen in der Schweiz es fixieren, politisch fixieren, und dann können wir es noch 10 Jahre parallel zum bestehenden materiellen Bankensystem lassen, verstehen Sie? Man kann sowas wunderschön, es ist schon dokumentiert durch die Barterfirmen. Mhm. Die haben nur die Philosophie der Blankokreditgewährung vergessen oder gar nicht dran gedacht. Ihnen hat einfach die Humanwirtschaft als Basis gefehlt. Aber technisch machen Barterfirmen schon Milliarden Umsätze. Mhm. Ja? Und ich habe auch eben, um dieses Drama zu beenden, das hier kurz dargestellt wird, die sogenannte Verarmungsgesellschaft ist schon seit 15 Jahren, 20 Jahren am Laufen, und niemand weiß, wie es besser werden kann. Und wir brauchen einen kompletten Systemwechsel. Den Satz hat auch der nächste Herr gesagt. Diesen Satz können Sie auch noch lesen. Dass eben 93% des Geldes und der Welt im Bankkonto von nur 8 Familien sind. Und das ist eben einer der größten Schwindel. Und wenn wir das ändern wollen, müssen wir das Gesamtsystem ändern. Am Kapitalismus kann man eigentlich nichts ändern. Das ist doch schon die letzte Folie gewesen. Ich hatte noch eine Folie zeigen wollen, dass auch ein großer Schweizer Unternehmer, der die Swatch-Gruppe geleitet hat, der hat 2008 den Satz geprägt, wir brauchen dringend ein neues Finanzsystem. Das weiß man ja seit 20 Jahren, oder? Und ich weiß, das war jetzt sein Satz, es kann nur aus der Schweiz kommen. Ich nehme jetzt mal einen kräftigen Schluck von Ihrem Kristallwasser, weil das mir hoffentlich hilft, das Ganze weiter zu verstehen. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen ironisch gemeint. Sie haben noch, ja? Danke. Mein Gedanke ist folgender. Das klingt für mich
von der Theorie her ganz plausibel, auch wenn ich es noch nicht ganz verstanden habe, aber ich sehe eine große Chance darin, nur diese Trägheit von diesem System oder vor allem auch die Machtkonzentration in den Händen von wenigen, wenn Sie sagen, 8 Familien kontrollieren eigentlich den ganzen Planeten, die lassen sich das doch nicht so einfach aus der Hand schlagen. Und die haben natürlich auch die Macht über die Meinung, also sprich die Medien, wissen wir ja heutzutage, sind einer gewissen Steuerung, unterliegen einer gewissen Steuerung, selbst wenn sie jetzt durch unsere Sendung 300 Millionen Menschen erreichen. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieses alte System so sang- und klanglos von der Bühne davonschwindet? Das machen die ja nicht kampflos. Ja. Meine Biografie hat mir den großen Vorteil geliefert, dass ich in solchen Kreisen aufgewachsen bin und viele solche kenne. Und dann möchte ich gerne die Frage stellen, Ihre Feststellung, dass die 8 Menschen, die die Welt kontrollieren, Familien, sich das nicht aus der Hand nehmen lassen wollen. Da gibt es immer von einem Freund von mir den Satz, haben wir eine Aufgabe für diese Leute zu denken? Haben wir den Auftrag für die zu denken? Nein, haben wir nicht. Aber wir gehen immer davon aus, die denken doch so, die lassen das nicht zu. Und damit blockieren wir uns selber. Ja, wir gehen nicht in die Handlung. Ja. Wenn ich aber ein System anbiete, das die gar nicht enteignet, ihnen nichts wegnimmt, ich buche ihre Milliarden auf Euroweg problemlos um, ich mache das in einer Minute, ich kann es ihnen demonstrieren, man nimmt denen nichts weg. Sie werden nachher genauso ihre Positionen nicht mehr als oberste Dirigenten haben, sondern das Volk übernimmt schon die Macht. Ja, und sagt, wir hätten das jetzt auch gerne, was Sie haben. Ja? Also auch ein Chauffeur, ja? Auch eine schöne Villa, auch einen Swimmingpool. Platz haben wir genug. Man hat mal ausgerechnet, dass die ganze Weltbevölkerung in Kanada eigentlich Platz hätte. Ja? Ich habe mal umgerechnet für verschiedene Staaten, wie viel Land sie bräuchten, um jedem ein Haus oder eine Eigentumswohnung, natürlich in den Städten schon mehrgeschossig übereinander, neues Verkehrssystem, alles Magnetschienen konform. Wir hätten genügend zu tun. Ich sage immer, die Welt wurde eigentlich immer ein bisschen verbessert, aber angefangen haben wir bei den Römerstraßen mit Ochsenkarren und Pflastersteinen. Ja? Das haben wir jetzt auch ein bisschen planiert und nicht mehr so stinkig gemacht, aber wir sind immer noch relativ eine kleine Verbesserung aus alter Römerzeit. Wir haben heute die Technik, alles komplett neu zu machen und da würden diese 8 Familien gerne auch mitmachen und wir schließen sie nicht aus. Sie dürfen ihre Konzerne behalten. Es gibt einfach ein Abrechnungssystem, das nicht mehr vom Geldmangel dominiert wird, wo die Herren des Mangels sagen, wer darf leben und wer muss unter der Brücke hausen, ja? Sondern Wohlstand für alle ist ein kosmisches Gesetz, das endlich für diesen Planeten umgesetzt werden muss, sonst enden wir hier in der dritten Sintflut, sage ich mal. Ja? Und es gibt auch hier kosmische Gesetze, die dann eingreifen. Und die wissen, diese oberen 8 Familien, die wissen das auch. Die wissen auch, dass ihr System am Ende ist. Die suchen eine Lösung und ich habe mit solchen Leuten schon gesprochen. Die fragen mich immer nur, glauben Sie, dass die Zeit schon reif ist, für Ihr Buch umzusetzen? Nur das ist Ihre Frage. Und wenn ich Ihnen ja sage, weil wir jetzt die Technik haben, die Fernsehstudios, dann sind die dabei. Die wissen, dass sie eine Lösung brauchen. Und die unterstützen uns. Und wenn ich sage, ich brauche 30 Millionen, es kann jeden Tag einer dieser 8 Leute anrufen und mir sagen, er gibt mir 300 Millionen. Ich bin nicht gegen ihn. Und dass die Masse sich immer blockiert mit dem, ja, was denken die, die werden doch das nicht zulassen. Wir haben keinen Auftrag für andere zu denken. Okay, ich verstehe die Richtung, in der Sie denken. Das ist Teil 1. Richtig. Es gibt aber noch 2 weitere Teile. Das heißt, das ganze Werk sind insgesamt 1200 Seiten. Wir haben es vorhin mal so kurz überschlagen. Das ist also ein Studium. Also diejenigen, die sich aufgerufen fühlen, das ganze Thema weiter zu ergründen, denen empfehle ich wirklich da einfach mal tief reinzugucken. Bei Ihnen auf der Homepage sind weiterführende Links und Infos zu diesem ganzen Thema gemacht. Was ist der nächste Schritt jetzt für Sie? Ich meine, wir haben jetzt heute hier eine Geburt gehabt sozusagen. Sie gehen in die Öffentlichkeit. Es wird jetzt Leute werden auf Sie zukommen. Aber was ist konkret Ihr nächster Schritt jetzt? Ich möchte meine 150 Folien als Lehrgrundlage, eben wie Sie gesagt haben, es ist ein Studium und 1200 Buchseiten werden wenige Leute lesen wollen. Ja. Aber so in einstündigen Videos, wie wir jetzt das gerade produzieren, mit 13 Videos können wir das gesamte Buchwissen bildlich mit Grafiken so schön darstellen, dass es ein
interessierter, sage ich mal, mit Kristallwasser vorbereiteter Geist in einer Woche kapiert. Ah ja, verstehe. Okay, das wäre also der nächste Schritt, dass Sie Partner suchen oder in irgendeiner Art und Weise das umsetzen, dass das grafisch, visuell, modern, das Ganze greifbar gemacht wird. Okay. Wenn wir die 30 Millionen haben, nächstes Jahr ist es kein Problem, diese Videos zu produzieren. Okay. Und ich glaube auch, es gibt irgendwie Möglichkeiten, Videos zu produzieren. Da kenne ich, glaube ich, auch ein paar Leute, die das gut hinkriegen. Ja. Herr Klausner, ich sage jetzt mal vielen Dank für die ersten Ausführungen. Zum einen natürlich danke, dass Sie uns das leckere Wasser mitgebracht haben. Es schmeckt sehr gut, also das kann ich jetzt schon mal sagen. Super. Die große Erkenntnis habe ich noch nicht bekommen, aber es fühlt sich alles gut an. Und auch Ihr System macht mich mehr als neugierig. Vor allem, es ist, glaube ich, jedem klar, dass unser altes System nicht mehr lange so existiert. Es ist eigentlich 11:55 schon. Man muss nur einmal Nachrichten anschauen, man merkt, irgendwas muss passieren. Und ich würde mir sehr wünschen, dass durch unser Gespräch vielleicht andere Menschen auf Sie zukommen, die sagen, darauf habe ich doch jetzt gewartet. Also das wäre mein Wunsch an die Welt hinaus. Und also Ihnen alles Gute, auch der Hanni. Und wir sehen uns wahrscheinlich dann bei der nächsten Gelegenheit, habe ich das Gefühl. Ich danke und bin gern bereit, die nächste Gelegenheit in Angriff zu nehmen. Bringen wir es auf den Weg. Vorbereitet bin ich. Ja, okay, alles klar, super. Ja, liebe Zuschauer, hier ist nochmal das Büchlein. Also Teil 1 steht an. Wie gesagt, das ist der Beginn einer interessanten Reise, die wir da alle zusammen machen können. Ich hoffe, es hat euch nicht ganz so verwirrt, wie es mich jetzt gerade hat. Aber ich bin mir sicher, da gibt es auch eine Lösung, diese Verwirrung aufzudecken. Ich mache es jetzt kurz. Ich sage danke fürs Zuschauen. Viel Spaß bei der Lektüre und vor allem bis zum nächsten Mal bei Steinzeit.